1000 Kilometer in Richtung Südosten. Gut 30 Stunden nach der Abreise aus Deutschland erreichen wir an der Ostküste von Borneo unser erstes Ziel. Die kleine indonesische Tropeninsel Maratua. Da steht er schon und wartet auf uns. Fotografiert. Hier haben wir uns mit Jan Henning Steffen verabredet. Hi. Seit 1995 lebt der Korallenriff-Experte in Südostasien und der Südsee und erforscht den Zustand tropischer Meere. Ja? 3 Wochen lang werden wir den deutschen Meeresbiologen bei seiner Arbeit begleiten. Jan Henning Steffen ist in Marne an der Nordsee aufgewachsen. Als er kam, um seine Doktorarbeit über Korallenriffe zu schreiben, wollte er eigentlich nur ein paar Monate bleiben. Geworden sind daraus 15 Jahre. Er hat sich für ein Leben am Pazifik entschieden. Dorfschule von Maratua. 150 Kinder lernen hier Rechnen, Lesen und Schreiben. Das kleine Einmaleins der Unterwasserwelt bringt ihnen Jan Henning Steffen bei. Eines seiner zahlreichen Umweltprojekte. Selamat siang. Ja. Apa kabar? Baik. Okay, tanaman, batu, apa lagi? Mungkin hewan juga enggak? Wenn der Deutsche vor der Klasse steht, ist ihm die Aufmerksamkeit seiner Schüler gewiss. Einen Lehrer mit blauen Augen und blonden Haaren haben die Kinder noch nie gesehen. Was sind eigentlich Korallen, will der Mann aus Schleswig-Holstein wissen. Wozu sind Mangroven da? Und weshalb brauchen Fische ein Korallenriff? Die größte Herausforderung ist, dass das Ganze nicht bei Korallen anfängt oder aufhört, sondern bei Wertsystemen in der Bevölkerung. Und ich denke, da machen wir immer noch viel zu wenig. Also in der Vergangenheit, in den letzten 10, 20 Jahren wurde viel erzählt, ihr müsst die Korallen schützen, ihr müsst die Mangroven schützen, ihr müsst die Seegraswiesen schützen. Aber wenn man nicht bei den Kindern anfängt und wenn für die Kinder intakte Umwelt einen Wert darstellt, dann denke ich, ist alles andere tatsächlich eine Kopfschmerztablette für einen gebrochenen Arm. Also jemandem mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat, das würde, glaube ich, heutzutage nirgendwo auf der Welt funktionieren. Vom Klassenraum geht's direkt an den Strand. Der Biologe weiß, wie er die Inselkinder von Maratua begeistern kann. Was Jan Henning ihnen ganz nebenbei über Muscheln, Schnecken und Krebse erklärt, wirkt eher spielerisch und nicht wie Unterricht. Ja. Kalau sebenarnya menggunakan sedikit untuk buat sesuatu. Von der einzigen Tauchbasis der Insel hat der Meeresbiologe Masken und Schnorchel geliehen. Und zum allerersten Mal dürfen die Kinder von Maratua die Korallenriffe um die eigene Insel herum mit Taucherbrillen erkunden. Ja, wir machen den Juli im August. Darf ich mal gerne auf den Tisch fahren? Neugierig erforschen die Kinder, die kaum richtig schwimmen können, die unbekannte Unterwasserwelt ihrer Heimat, die sie so noch nie gesehen haben.
ayam dengan racun, kan? Ya. Okey, jadi kami sekarang dari sini. Mit dem Blick unter die Meeresoberfläche will der Mann aus Marne Verständnis für die einzigartige Unterwasserwelt der Tropen wecken. Er will den Kindern auch zeigen, wie es aussieht, wenn Riffe geschädigt oder komplett zerstört sind. Jan-Henning Steffen hofft, dass die Inselkinder das Riff als etwas Wertvolles und Schützenswertes betrachten. Bagaimana tadi? Anda suka enggak? Suka! Yang mana paling bagus? Hat es euch gefallen? Ja, klasse, antworten die Schüler. Und was war am schönsten? Die Korallen, besonders die roten. Und natürlich die Fische. Dann ikan mana yang paling cantik? Die Anemonenfische waren auch toll, die Nemos. Habt ihr den Film auch schon gesehen, will Jan-Henning wissen? Nemo? Ja, den kennen wir gut. Da wird natürlich auf den Korallen gestanden, da wird auf den Korallen gekniet. Und das müssen natürlich erst ein bisschen lernen. Und sie müssen wissen, dass eine Koralle kein Stein ist, sondern dass sie lebt. Und auch die anderen Sachen, sie bringen alles, sie haben Seesterne, sie haben alles in den Händen. Und sie kennen die Geschichten, sie kennen die ganzen Namen, das ist ein guter erster Schritt. Und jetzt müssen sie noch so weit kommen, dass sie wissen, wie man schützen muss und wie man das Ganze erhält. Und dann, denke ich, haben wir die nächste Generation Korallenschützer vor uns. Jadi satu dua tiga mau lagi satu dua tiga mau satu dua lagi satu dua tiga mau oke sip Allahu Akbar Gleich am ersten Abend will Jan-Henning uns zeigen, was die Korallenriffe von Maratua zu bieten haben. Vor lauter Workshops, Konferenzen und Tagungen kommt er immer seltener unter Wasser und freut sich auf jeden Tauchgang. Was sagt der Fini? 200 Bar. Alright. Okay. Er will uns die Tiere zeigen, die sich auf die nächtliche Jagd spezialisiert haben, die man tagsüber nur selten zu Gesicht bekommt. Unser Scheinwerferlicht hat einen Kalmar angelockt, der auf kleine Fische aus ist. Eine Seeanemone überwältigt mit ihren Fangarmen Kleinstlebewesen. Bei der Kameraarbeit ist Vorsicht angebracht. Denn viele nächtliche Jäger sind äußerst giftig und dürfen nicht berührt werden. Gerade mit Feuerfischen kommt es immer wieder zu Unfällen. Das Gift dieser Seekobra gilt als das stärkste im gesamten Schlangenreich. Ein Biss wäre tödlich, aber die Tiere sind friedlich. Auch dieses Auge gehört einem Giftzwerg. Steinfische sind perfekt getarnte Lauerjäger und nebenbei die giftigsten Fische der Welt. Am nächsten Morgen führt uns Jan-Henning über die kleine Insel. Maratua ist ein kleines Korallenatoll mit Regenwald, Kokospalmen und langen Sandstränden. Fast alle Menschen leben hier vom Fischfang. Okay.
Hast du die alle heute Morgen gefangen, will Jan Henning Steffen von einem der Fischer wissen. Ja, direkt an der Riffkante. Da war es nur 2 Meter tief. Das wollen wir genauer wissen. Jan, wir haben gestern gesehen beim Tauchgang, dass die Riffe weitgehend zerstört sind. Fängt er immer noch das gleiche wie vor ein paar Jahren? Es hat sich sehr verändert. Die Fische werden immer kleiner. Früher haben wir keinen Fisch unter 30 cm nach Hause gebracht. Jetzt nehmen wir auch die kleinen mit, weil wir die größeren gar nicht mehr kriegen. Als ich ihn gefragt habe, warum denn seiner Meinung nach die Fische verschwinden und kleiner werden, hat er selber gesagt, ja, das ist der Einfluss des Menschen. Wir fangen zu viel und wir fangen mit den falschen Methoden. Wir fangen mit Gift und wir fangen mit Bomben. Bilder des indonesischen Fernsehens zeigen die weit verbreitete Fischereimethode. Die Zünder werden aus Streichholzköpfen hergestellt. Der Sprengstoff, der zum größten Teil aus Kunstdünger und Treibstoff besteht, wird einfach in Flaschen gefüllt. Die Bombenfischerei ist offiziell verboten. Aber die Kontrolle von mehr als 16.000 Inseln ist so gut wie unmöglich, erklärt uns Jan Henning. Viele Fischer denken nur an ihren Profit, aber langfristig ist es zu ihrem eigenen Nachteil. Wo die Bomben gezündet werden, bleibt nur eine Trümmerwüste zurück. Die toten Fische können zwar bequem eingesammelt werden, aber die in Jahrhunderten gewachsenen Riffstrukturen werden bei der Detonation komplett zerstört. In den Dörfern weiß im Grunde genommen jeder, wer es noch macht. Es ist aber schwierig mit der Übernahme von Verantwortung. Gerade in diesen Dörfern, obwohl es offiziell Bürgermeister gibt, steht jede Familie so ein bisschen für sich selbst. Das heißt, traditionell kann keine Familie der anderen Familie erzählen, was sie zu tun oder zu lassen hat. Und dadurch kann man sowas relativ lange machen, ohne was auf die Finger zu bekommen. Es ist ein riesiges Problem, das schwer zu lösen ist, erklärt uns der Riffschützer. Ausgerechnet die Menschen, die direkt vom Fischreichtum der Riffe abhängig sind, zerstören ihre eigene Lebensgrundlage. Und durch die zerstörten Riffe nimmt die Erosion massiv zu. Die Wellen werden höher, der Strand wird fortgespült. Das Riff, das im Grunde die Küste